Hallo, ich bin der Rüdiger und ich bin Sommelier und Inhaber von Ebrosia und ich habe heute einen Wein, den ich für euch verkosten darf, den ich so noch nicht kenne, also mit dem Jahrgang 2018. Ich bin sehr gespannt. Es ist ein Bordeaux Supérieur 2018 und was ich weiß ist, er ist zu 100% aus Merlot gemacht. Merlot gehört ins Bordeaux, das wissen wir. Neben Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc, wirklich eine der wichtigsten Rebsorten, aber 100% Merlot, das findet man häufig nur so bei den ganz teuren Weinen aus dem Pomerol. Hier haben wir mal 100% Merlot im Bordeaux Supérieur, als Bordeaux Sup. Und ja, ich bin gespannt, was mir der Wein so bringt und sagt. Ich gebe mal was rein. Und was man immer tut, ist erstmal den Wein belüften. Schaut mal, wie ich das mache. Einfach so ins Glas. Man macht es immer so bis zur dicksten Stelle des Glases und dann ordentlich schwenken. Luft an den Wein. Das muss richtig, richtig doll sein. Okay. Seid ihr bereit? Ich bin's auch. Das ist eine sehr schöne Nase. Nicht erstaunlich von Pflaume. Also Pflaume gehört zum Merlot. Das erstaunt mich jetzt nicht besonders. Aber was riecht man noch? Ein bisschen Sauerkirsche und ein bisschen Rauch. Farbe. Fangen wir erstmal mit der Farbe an. Da haben wir ein sehr schönes Rubinrot. Außen sind es schon so leicht orange Töne, also das sind die ersten Alterungsnoten, die man hier erkennt, aber das ist gut. Das ist gut, weil der Wein braucht Reife. Der ist nämlich im Holzfass ausgebaut. Und ja, da kommen Tannine rein, Gerbstoffe und das, und die bauen sich erst mit der Zeit ab. Also das gibt dem Wein im jungen Alter so mehr Strenge. Wenn er dann älter wird, dann mehr Weichheit, mehr Eleganz. Und das ist genau das, was wir im Bordeaux suchen. Aber jetzt, oh, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Kommt da so eine schöne kleine Vanillenote mit raus. Lecker. Also wir haben Pflaume, wir haben ein bisschen Vanille, wir haben ein bisschen Rauch. Der Wein wird spannend. So, noch einmal belüften und dann geht's los an den Gaumen. Kirsche, Sauerkirsche. So ein bisschen, aber das ist eine härtere Kirsche. Es ist nicht dieser marmeladische Kirschgeschmack, ne, so in die süße Richtung, sondern es ist eine sehr frische Kirsche. So als würdest du in eine frisch geerntete Kirsche reinbeißen. Rote Früchte, so ein bisschen von Brombeere, Pflaume, Pflaume. Pflaume ist auch dabei. Und diese rauchige Note, die ich vorhin ein bisschen gerochen habe, das sind so Töne von Weihrauch. Also, ein Wein, den ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen lagern lassen würde. Man kann ihn jetzt schon sehr gut trinken, aber der steht am Anfang seiner Entwicklung. Ich denke, der kann noch 2, 3 Jahre gut auch liegen. Und wird dann richtig schön saftig, richtig schön weich, richtig komplex. Aber für den Preis. Bekommt man hier ein sehr, sehr starkes Stück Wein. Das gefällt mir. Wow. Ist nicht mehr zu verkaufen. Gibt es nicht mehr. Nein, ihr kriegt noch was. Also, wenn ihr möchtet, bestellt den Wein. Ich habe echt Spaß damit. Also, wer Bordeaux als Weinstil mag, so mit diesen feinen Tanninen, ein bisschen kräftiger, nichts Süßes, auf gar keinen Fall, alles wirklich ein bisschen herber, ehrlich, mit schönen Fruchtaromen, saftig, gut ausgewogen, Süße-Säure-Spiel, hervorragend ausbalanciert. 2018er Château Vieux Foulon. Ja, meine Empfehlung. Also, ich bin
erfreut. Wieder ein schöner Wein, den wir gefunden haben. Und euch zum Wohl.